Moin, ihr Lieben. Heute möchte ich euch mal meinen Tee-Einkauf zeigen, den ich beim Online-Händler Teewicht bestellt habe. Ich bin ja großer Tee-Fan und man hat sich irgendwann so durch alle Supermärkte gekauft an Tee und ja, loser Tee ist dann doch noch mal was Besonderes und ja, dann bin ich auf den Tee-Online-Händler Teewicht gestoßen. Und ja, wollte mich da so ein bisschen durchwursteln und habe das auch getan und bin dabei auf viele, viele tolle, ja, besondere Sorten gestoßen und konnte mich gar nicht entscheiden. So ein paar Sorten habe ich schon von der lieben Sarah Sophie zugeschickt bekommen. In ihrem Tauschpaket waren so ein paar Teesorten dabei und die haben mir schon wirklich sehr gut gefallen. Und jetzt wollte ich selber noch mal schauen. Unabhängig von Sarah Sophie hatte ich eh schon überlegt, dort mal einzukaufen. Und ja, jetzt sind ihre Pröbchen alle gewesen und ich brauchte Nachschub. Und ja, irgendwie ist man auch so ein bisschen auf der Suche nach besonderen Teesorten, weil man halt vieles einfach schon kennt, wenn man viel Tee trinkt. Und deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht. Und ihr seht ja schon im Thumbnail, hier könnt ihr mal schauen. Also ich habe das Päckchen schon aufgemacht, es ist auch schon ein bisschen länger bei mir. Ich konnte nicht abwarten und es aufmachen und dann hatte ich ja kaum Zeit, Videos zu drehen und deswegen hole ich das jetzt aber nach. Das Tolle ist dabei, dass ich einige schon probiert habe und euch schon meine Meinung dazu sagen kann. Und ja, wie ihr seht, sind das viele kleine Pröbchen im Grunde, weil ich mich eben nicht entscheiden konnte. Ich habe erstmal alles auf meinen Wunschzettel bzw. schon auf die Merkliste oder einen Warenkorb gepackt und wollte dann zum Schluss aussortieren. Das hat gar nicht geklappt, aber da man halt auswählen kann, wie viel Gramm man haben möchte und das kleinste ist eben 25 Gramm, habe ich einfach von allen Teesorten einfach immer nur 25 Gramm angegeben. Und schlussendlich sind dabei, also ich habe hier meine Rechnung, sind dabei 17 Tees rausgekommen und eben A 25 Gramm. Und da, die haben immer 1,50 € gekostet. Und ich finde, da kann man nichts sagen, weil man da doch schon einige Tassen Tee mit von trinken kann. Also ich bin großer Grün- und Schwarztee-Fan. Räubusch mag ich auch. Ich bin eigentlich nicht so der Fan von Früchtetee, dennoch sind hier einige Früchtetees bei, weil ich habe einfach mal eingegeben, säurearm, weil ich eben nicht diese Säure mag. Ich finde, Früchtetees schmecken immer gleich. Sie riechen zwar immer toll, aber sie schmecken immer bitter durch Hagebutte und Hibiskus, was meistens immer enthalten ist bei Früchtetees. Aber auch bei dem Online-Shop konnte man halt eben säurearm eingeben und da sind so auch so einig tolle, viele, viele tolle Sorten bei rausgekommen und deswegen habe ich hier auch viele Früchtetees dabei. Also eigentlich ein tolles Potpourri an Düften und ja, was sage ich, Düfte schon, aber es riecht halt auch schon hier so schön aus dem Karton. Also viele, viele tolle Geschmacksrichtungen. Und zum Schluss möchte ich euch noch meine Teedosen-Sammlung zeigen, die noch nicht sehr groß ist, aber die ich gerne ein bisschen ausweiten möchte, weil ich, ja, es gibt einfach so viele tolle Teedosen. Und was ich auch so toll finde an diesen kleinen Pröbchen, ich habe halt kurz davor zum Geburtstag und so auch mal Tees geschenkt bekommen und das waren dann immer so 200 Gramm Packungen und da habe ich echt lange von gebraucht, alleine die dann aufzubrauchen und irgendwann mag man die Sorte dann nicht mehr sehen und deswegen finde ich diese kleine Vielfalt an Tees richtig gerne. Dann kann man, ja, falls man einen von denen jetzt richtig gerne mag, kann man da noch mal ein bisschen mehr nachkaufen. Aber ja, es gibt einfach so viel Auswahl. Ich verlinke euch den Shop gerne unten mal. Also ich wurde jetzt hier nicht engagiert oder so, Werbung zu machen, aber ich kann es auf jeden Fall empfehlen, weil ich ja die Sorten bisher wirklich toll finde. So, jetzt fangen wir einfach mal an. Ich werde jetzt hier unsortiert einfach reingreifen und euch zeigen, was ich dabei habe. Und den ersten, den ich jetzt hier rausziehe, das ist der, den ich heute Morgen getrunken habe zum ersten Mal. Und zwar ist es ein grüner Tee. Melancholia und das ist Melone-Minze-Geschmack. Ich liebe Melone als Frucht und ich finde jetzt gerade so zum Frühling, Sommer ist das eigentlich doch perfekt. Also einmal diese fruchtige Melone und dann also ein kleiner kühlender Effekt mit der Minze zusammen, weil man, also als ich den heute Morgen getrunken habe, habe ich erwartet, dass die Minze sehr, sehr stark dabei hervorkommt, weil die ja doch immer sehr stark ist. Aber nein, die Melone ist tatsächlich im Vordergrund und die Minze
Minze hat nur so einen kleinen kühlenden Effekt dabei. Hat mir sehr gut gefallen. Melone kommt sehr gut raus. Oft ist es ja so bei Tees, aromatisierten Tees halt so, dass man eigentlich nur den tollen Geruch riecht und vom Geschmack her ist es eigentlich eher fad. Hier hatte ich das Gefühl, dass man tatsächlich diesen fruchtigen Anteil und diesen minzigen Anteil tatsächlich auch rausschmeckt. Und ja, das sind jetzt hier diese 25 Gramm. Und ich finde schon, dass man da einige, also hier steht auch immer drauf, wie die Zubereitung ist. Ein Teelöffel steht hier drauf, 80 Grad und dann 2 bis 3 Minuten. Ich habe noch nicht ganz herausgefunden, ob die Zubereitung für einen Becher gilt oder für 100 Milliliter. Falls jemand da Bescheid weiß, kann er ja mal Bescheid sagen. Also ich habe jetzt immer ja, gedacht, dass es vielleicht für eine Tasse oder für einen Becher ist. Ja, aber ich, grüner Tee muss ja eh nicht lange ziehen und deswegen war das eigentlich perfekt. Er war überhaupt nicht bitter, also mit der Ziehzeit habe ich das gut hinbekommen. So, der nächste ist ein Rotbuschtee und zwar heißt er afrikanischer Zaubertrank und hat Karamell-Zimt-Orangengeschmack. Und ja, ich war letztens in einem Café zusammen mit meiner Mutter und da hatten wir auch einen Rooibos-Tee, Karamell-Orange und ich fand diese Mischung so toll. Und dann sind wir tatsächlich im Teeladen gegangen und oder in verschiedenen Supermärkten und haben geguckt. Aber meistens hat man immer nur Karamell oder nur Orange gefunden. Und zum Schluss endlich hat denn meine Mutter ja, sich das einfach mischen lassen. Also das hat wohl auch ganz gut geschmeckt. Und ich habe dann mal gesucht und tatsächlich diese Mischung gefunden. Hier ist auch noch Zimt dabei, aber Zimt mag ich auch. Wenn das jetzt nicht zu zimtig ist, dann finde ich das auch nicht unbedingt weihnachtlich oder so. Und ja, es stehen auch immer die Zutaten hier drauf vorne, was alles drin ist. Und ja, also ich bin gespannt. Den kenne ich jetzt noch nicht. Ich habe natürlich an allen schon geschnuppert und sie riechen alle wunderbar, aber auf den bin ich sehr gespannt, weil ich halt diese Kombination aus dieser fruchtigen Orange und dieser diesen süßlichen Karamell einfach wunderbar fand. Der nächste ist wieder ein Grüntee und heißt Herz von Afrika und ist mit Aprikose-Banane-Geschmack. Ich war jetzt so ein bisschen bei der Bestellung auf Bananen, Melonen, ja, Spuren, weil es werden jetzt noch mehr Bananendüfte kommen und auch Melone, glaube ich, noch ein. Und ja, diese Mischung aus Aprikose und Banane fand ich auch ganz schön. Hier ist auch sogar noch ein, ja, ein Drache drauf. Ja, kenne ich noch nicht, denn ein Schwarztee und ja, vielleicht hat mich da so ein bisschen auch der Name angesprochen und zwar heißt der Einhorntraum in Black und es ist Himbeer-Sahne-Vanille-Geschmack und ja, diese Mischung hat mich einfach extrem angesprochen. Ich, ja, wie gesagt, habt ihr vielleicht schon gemerkt, dass ich diese Mischung aus etwas Fruchtigen und etwas sahnig-süßen sehr, sehr mag und das ist ja hier auch der Fall. Ich bin sehr gespannt. Dann haben wir wieder einen schwarzen Tee und zwar einen Bananentee wieder, wie ich euch versprochen habe. Und zwar ist es der Honey Banana Cake, Bananenkuchen-Honig-Geschmack. Und das hat mich auch so extrem angesprochen. Also Bananenkuchen habe ich mir oder Bananenbrot habe ich mir schon öfter mal selbst gemacht und ich liebe das. Und deswegen musste ich mir den auch mitbestellen. Dann habe ich wieder einen Melonentee und den habe ich auch schon ausprobiert. Und zwar ist das Galia-Melone. Galia-Melone-Erdbeergeschmack. Fand ich auch interessant, weil es nicht nur Melone ist. Aber man, also ich, den habe ich schon ja, den habe ich schon getrunken und ich habe da jetzt hauptsächlich die Melone rausgeschmeckt. Die Erdbeere hätte ich jetzt nicht gewusst, hätte ich es wahrscheinlich gar nicht rausgeschmeckt. Ja, werde, ich habe ihn ja auch nur das erste Mal jetzt getrunken. Vielleicht kann ich beim nächsten Mal das noch ein bisschen besser rausschmecken. Dann dachte ich jetzt so typisch zum, ja, zu Ostern habe ich hier wieder einen Rotbuschtee und zwar Eierlikör-Sahne. Fand ich auch eine ganz tolle Sache, weil ja, Rotbusch ja, hat man meistens immer Vanille oder Karamell, aber so Eierlikör kannte ich jetzt noch gar nicht. Und
Ja, weil ich halt jetzt passend zu Ostern dachte, habe ich den einfach mal mitgenommen. Und dann habe ich hier noch ein Pröbchen. Und zwar, lustigerweise waren es viel mehr Tees, als ich bestellt habe. Und auch so Pröbchen dabei, die weniger als 25 Gramm hatten, dachte ich, na nu, das ist aber wenig. Und ich habe dann mal durchgezählt und tatsächlich hatte ich sogar noch ein paar Gratisproben dabei, was ich total toll fand. Und nicht nur einen, sondern sogar mehrere. Hier ist jetzt ein Früchtetee Wild Berry, fruchtig-bäriger Geschmack. Den werde ich vielleicht abgeben, weil hier sind nämlich eben Hibiskusblüten und Hagebuttenschalen wieder dabei. Und ich glaube, das wird wieder so ein typisch bitterer, saurer Früchtetee sein, den ich dann vielleicht abgeben werde. Das nächste Pröbchen ist wieder ein grüner Tee und der heißt Starlight, ist ein fruchtig-sahniger Geschmack, was auch immer jetzt das Fruchtige und das Sahnige daran ist. Es steht in den Zutaten Erdbeerstücke, Johannisbeeren und Himbeerstücke, vielleicht so ein bisschen was Beeriges. So sieht er aus. Ja, sehr relativ unspektakulär, aber werde ich natürlich auch ausprobieren. Dann wieder ein Früchtetee, säurearm. Und zwar ist das Apfel-Karamell-Sahne-Geschmack und er heißt Apfelpudding an Karamellsoße. Ja, das klang so traumhaft, da konnte ich irgendwie nicht dran vorbei. Und ja, ich finde auch die Früchtetees sehen immer sehr, sehr toll aus. Also sowieso, klar, das ist eigentlich nur fürs Auge und das schmeckt man nicht raus. Das ist hier in den Tees manchmal so kleine niedliche Sachen mit dabei sind, die den Tee hübscher machen. Aber die machen jetzt nicht unbedingt beim Geschmack was raus. Aber trotzdem finde ich das niedlich. Grüner Tee, Erdbeersahne. Ja, Erdbeersahne-Geschmack. Muss ich jetzt nicht mehr viel zu sagen. Ich hatte bereits einen grünen Tee mal von einem Teeladen mitgenommen und das war, glaube ich, auch Erdbeer-Himbeer-Geschmack. Und den fand ich so toll und ich war so begeistert, wie fruchtig der doch schmeckt, weil ich ja wie gesagt keine Früchtetees mag, aber ja sonst dieses Fruchtige schon ja, vermisse oder gern hätte. Und dass ich denn gerade bei Grüntee sowas finde, hätte ich gar nicht mit gerechnet. Deswegen habe ich so einen auch bestellt. Ich habe den, glaube ich, auch schon probiert, muss aber sagen, dass ich den ich damals hatte, das mit der besser gefallen hat. Aber vielleicht habe ich mir hier auch so ein bisschen mit der Ziehzeit ein bisschen vertan. Kann auch sein. Erdbeer-Donut ist wieder ein kleines Pröbchen. Ja, Erdbeer-Donut-Geschmack sind wieder Hibiskusblüten mit dabei und Hagebuttenschalen wird wahrscheinlich wieder so ein bisschen bitterer sein, aber klingt irgendwie so toll, dass ich ihn vielleicht doch mal ausprobieren werde. Mal schauen. Denn ja, optisch etwas anders und da hat mich, glaube ich, auch wieder hier der Name angesprochen. Und zwar ist das ein grüner Tee, Elfenzauber, zart, fruchtig, vanillig. Ja, hat hier so ein bisschen ein anderes Label. Was jetzt die Frucht da drin ist, weiß ich nicht. Hier sind Papaya-Würfel drin und Karottenflocken. So, den hatte ich auch schon und der hat mir sehr gut gefallen. Und zwar bin ich neben Melone und Marzipan und Banane auch noch ein Kokosfan. Und ich dachte, jetzt auch so zum Sommer irgendwie so ein exotischer Geschmack. Hier steht nämlich auch mild, cremig, exotischer Geschmack. Es ist wieder ein Früchtetee und er heißt Sweet Coconut Dream. Und ja, den habe ich mir auch mitbestellt und den hatte ich schon. Und der riecht nicht nur exotisch und fruchtig und nach Kokos, sondern er schmeckt auch danach. Ich hatte wirklich so ein bisschen leichten Pina Colada-Effekt dabei. Hier sind Apfel, Karotte, Kürbis, Ananas und Kokoschips und Aroma mit drin. Und ja, ich fand, da kam Kokos richtig gut raus, weil ich finde, wenn Kokos dabei ist und eine Frucht, dann überwiegt meistens das Fruchtige und die Kokos ist immer nur so ein leichter, schwingt immer nur so mit. Aber hier fand ich das wirklich schön, weil die Kokos richtig gut rauskam und es richtiger Urlaubs, exotischer Sommereffekt dabei rauskam.
Noch ein Früchtetee, und zwar hatte mir, ich glaube, Sarah Sophie hatte mir irgendwas mit Birne empfohlen beim Früchtetees, und da habe ich dann einfach mal Birne eingegeben. Aber ich glaube, bei ihr war das ein anderer, da hieß irgendwie Birnengarten. Ist jetzt ein anderer geworden, aber er heißt nämlich Birne mit lecker Vanille und ist eben mit Birne-Vanille-Geschmack. Und so sieht er aus. Auch sehr interessant, was da so drin ist. Ja, sieht fast aus wie so Candies, die man so essen könnte. Ja, Birne, Vanille finde ich auch irgendwie spannend. Und der nächste Früchtetee, den habe ich auch schon getrunken. Da war ich allerdings nicht so angetan von. Und zwar heißt der O voll Pink und hat Himbeer-weiße Schokoladennote. Ja, also bei dem ist es wirklich so, also es heißt ja O voll Pink, also der Tee sieht tatsächlich dann sehr, sehr gefärbt aus. Ich fand es aber nicht pink, bei mir war es richtig knallig lila, also irgendwie sehr, sehr spannend. Allerdings fand ich, dass der eher fad geschmeckt hat. Also von diesen Himbeer-weiße Schokoladennote habe ich nicht so viel geschmeckt. Vielleicht muss man dann den auch ein bisschen mehr ziehen lassen, gerade weil sie halt auch säurearm sind, muss man sie. Oder kann man sie auch gerne ein bisschen länger ziehen lassen? Ja, davon war ich ein Ticken enttäuscht, aber die Farbe war schon geckig. Ja, Marzipan hatte ich euch ja auch schon versprochen. Das ist der nächste Rotbuschtee. Marzipan-Nuss- oder Haselnussgeschmack. Ja, Marzipan liebe ich auch so zum Naschen und deswegen ja, musste das mit. Wieder was Kokosartiges mit Frucht, aber diesmal nicht so typisch mit Ananas, sondern mit Mandarine. Also Mandarine-Kokos-Geschmack. Und ja, den kenne ich auch noch nicht, aber ich glaube, ja, da werde ich auch meine Freude dran haben, weil klingt auch einfach nach Sommer. Ist nicht mehr viel. Jetzt habe ich hier noch Sencha Gute Laune, auch ein grüner Tee. Wo steht denn? Ach hier, Himbeer-Vanille-Geschmack. Ja, ist im Grunde, ich hatte ja schon Erdbeersahne und da musste ich natürlich nochmal Himbeer-Vanille. Wie gesagt, ich konnte mich nicht entscheiden und da ich diese Option mit den 25 Gramm hatte, habe ich mich einfach nicht entschieden, sondern einfach alles genommen. Dadurch ähneln sich vielleicht manche auch. Aber ja, ich habe einfach meine Freude daran, denn viel Abwechslung zu haben und viel. Ja, viel auszuprobieren zu können und mir vielleicht dann ein paar Notizen zu machen, die Tütchen aufzubewahren und bei der nächsten Bestellung, wenn ich denn dort bestelle, ja, meine Lieblinge nochmal zu bestellen. Obwohl ich denke, da gibt es so viel Auswahl und neue Sorten, dass ich dann vielleicht wieder nochmal was anderes bestelle. Jetzt habe ich hier nochmal Gratispröbchen und zwar wieder grüner Tee und zwar Walnuss. Finde ich auch super spannend. Mal gucken, ob mir das gefällt. Also so mit so grüner Tee mit Nuss kann ich mir bisher noch gar nicht vorstellen. Also sonst eher so schwarzer Tee oder Rooibos-Tee hätte ich mir jetzt vorstellen. Aber grünen Tee, mal gucken, wie das schmeckt. Und noch ein Gratis-Pröbchen, ein Rotbuschtee und zwar ist das Granatapfel-Himbeere. Auch sehr, sehr spannend. Und der letzte, den ich auch schon ausprobiert habe, ist wieder ein Bananentee und zwar diesmal ein reiner Bananentee, glaube ich. Ja, der ist schon fast alle, weil da sehr, sehr viele große Stücke drin waren und da musste ich ziemlich viel reingeben. Also hier steht 3 Teelöffel für die Zubereitung und ja, er heißt nämlich Bananentee Karibikzauber. Hier sind Bananenstücke, Ananasstücke, Papayastücke, Mangostücke und Kiwi-Ecken drin und noch ein paar andere Sachen. Ja, und hier sind, ich könnte es wahrscheinlich kaum sehen, aber hier sind wirklich sehr, sehr große Bröckchen drin und ich musste schon fast alles aufbrauchen. Also da wird wahrscheinlich nur noch einmal, ja. Eine Tasse, ein Becher drin vor, also dafür sein, meine Güte,
deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja, fand ich ganz cool, war was total Außergewöhnliches, also mal überhaupt keinen roten. Meistens sind ja nun mal diese Früchtetees rot. Und das ist jetzt einfach nur ja, ein Bananentee mit anderen exotischen Früchten. War sehr, sehr spannend und ich freue mich schon auf den ja, nächsten Becher, Bananenzauber. Ja, das waren alle, die ich bestellt habe. Und jetzt kommt noch eine Gratisprobe. Wusste ich irgendwie auch nicht. Steht auch mit auf der Rechnung. Und zwar steht da einmal 100 Gramm Tee gratis. PayPal-Angebot. Vielleicht, dass man dann mit PayPal bezahlt hat. Ich weiß es nicht. Jedenfalls kam diese große Tüte da bei mir an, eben 100 Gramm. Und zwar ist das Apfeltraum-Südfrucht. Tropenfrucht-Vanillegeschmack. Ja gut, Apfel finde ich jetzt nicht unbedingt tropisch, aber hier sind, glaube ich, auch noch ein paar tropische Früchte dabei. Apfelstücke, Pfirsichstücke, Ananas, Mango, Papaya. Ja, was ich gut finde, ist, dass das kein scheinbar auch ein säurearmer ist, weil gerade wenn es 100 Gramm sind, dann ist es ja schon ganz gut, wenn es etwas ist, was mir gefällt und was mir schmeckt. Ich finde die Packung auch gerade ziemlich cool, dass sie so leuchtet. Ja. Ich habe den noch nicht probiert, aber ich denke mal, dass der mir gefallen wird, weil da eben keine Hagebutten und kein Hibiskus dabei ist und keine roten Früchte, sondern alles sehr, sehr exotisch. Und ja, mit dem Vanille rundet das auch nochmal ab. Also das war meine Teewichtbestellung. Und ja, ich bin sehr, sehr glücklich damit bisher und ich freue mich, jeden Tag irgendwie neue Sorten auszuprobieren. Morgens einen grünen oder einen schwarzen und nachmittags und abends dann einen Früchtetee oder einen Rotbuschtee. Ja, es bringt richtig viel Spaß. Ich habe jetzt hier dabei auch noch keine Kräutertees dabei, aber irgendwas musste ich ausschließen, sonst hätte ich mich tot und dämlich gekauft. Obwohl das jetzt eigentlich ging, dadurch, dass es ja immer nur 25 Gramm a 1,50 € waren, habe ich, glaube ich, ja 25 € ausgegeben. Finde ich noch total human. Also da kann man noch nicht von Eskalation sprechen. Ja, und jetzt zum Schluss möchte ich euch noch meine Teedosen zeigen. Das hatte ich eh vor. Und zwar habe ich eine, das ist schon etwas länger her, meine erste Teedose sozusagen geschenkt bekommen von meinem Bruder. Ich glaube, das war irgendwann zum Geburtstag, letztes oder vorletztes Jahr. Und zwar ist das diese schöne hier mit der Libelle. Sie hat so einen Farbverlauf von Gelb oder Goldmetallic zu Silber. Man sieht im Hintergrund noch so schöne ja, Blumen und eben diese schöne blaue Libelle. Die fand ich sehr, sehr schön. Und lustigerweise war ich jetzt vor 2 Tagen auch ein bisschen noch in der Stadt bummeln, weil ich noch Zeit hatte, bis meine Bahn kam. Und da war ich auch in einem Teegeschäft, die nicht nur Tee haben, sondern ganz viel Kleinkram, Dekokram und besondere Naschi und halt auch Teedosen. Und da habe ich mich durchgeguckt und habe dann eine gesehen, die so im gleichen Stil war und auch so metallic und die gleiche Größe. Und zwar war das diese hier. Die ist halt nicht so Gold-Silber, sondern Blau-Silber. Und ich fand die von dem Motiv her mit diesem Elefanten, der dann halt auch noch so verschiedene Elemente hat, so wunderschön, auch so ein bisschen orientalisch irgendwie. Und es ist halt einfach fast genau die gleiche Form. Und ich finde, die passen wunderbar zueinander. Ich könnte mir auch vorstellen, irgendwann so ein schönes Regal zu haben, so ein offenes Regal, wo man die Teedosen hinstellt. Und dann habe ich zu Weihnachten noch 2 Teedosen geschenkt bekommen und die sind einfach auch so wunderschön und zwar auch so ein bisschen orientalisch. Es ist einmal diese orangene hier mit diesem ja, goldmetallischen Muster. Ihr seht das jetzt so ein bisschen changieren und auch der Deckel ist so schön. Die sind jetzt ein bisschen größer als die anderen, aber ich finde noch nicht zu groß, dass sie irgendwie nicht zueinander passen würden. Bei mir wird es auch keinen Sinn machen, viel zu große Teedosen zu kaufen, weil ich ja, wie gesagt, auch gar nicht so jetzt in 500 Gramm oder in 200 Gramm Tees mir besorge. Höchstens dann vielleicht doch mal in 100 Gramm. Also hier wird das vielleicht sehr gut reinpassen, farblich auch sehr gut. Und die andere passend dazu finde ich von der Farbe fast noch schöner, weil es sich mit dem Gold noch ja, so ein bisschen absetzt voneinander. Und zwar ist das diese hier. Das ist so ein, ja,
Ich würde nicht sagen, dass es pink ist, weil es dafür ein bisschen zu matt und zu dunkel ist. Also so ein, nennt man das Fuchsia? Keine Ahnung. Jedenfalls finde ich das Muster auch so schön, diese kleinen Bögen und hier der Deckel. Und die sehen einfach auch total schön nebeneinander aus. Ja, das sind meine, ist im Moment meine Teedosensammlung, die noch ausbaufähig ist. Und ich finde das auch gerade schön, dass die nicht alle gleich aussehen, sondern dass sie bunt sind und ja, viele verschiedene und da freue ich mich schon drauf, die auszuweiten. Das ist, glaube ich, auch immer ein schönes, eine Geschenkidee, wenn man nicht weiß, was man jemandem schenken will und man weiß, dass derjenige gerne losen Tee trinkt. Dann kann man sowas, finde ich, auch sehr, sehr schön zusammen mit einem Tee verschenken. Ja, das war's von meinem Teewicht-Haul. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch bei Teewicht schon mal bestellt habt und wie ihr das macht, wie ihr es schafft, euch zu entscheiden. Und was ihr da so für Erfahrung habt, was ihr vielleicht für einen Lieblingstee habt, den ich mir vielleicht beim nächsten Mal besorgen sollte und auf meine Liste setzen sollte. Ob ihr auch gerne Teedosen habt oder ob ihr die lieber alle in diesen kleinen Tütchen lasst. Also ich glaube, für die Pröbchen lohnt es sich nicht, die hier reinzukippen. Also ich denke mal, dass ich die dann vielleicht mehrere in eine Dose packe. Ja, könnt ihr mir alles mal schreiben, wie das bei euch so ist. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr mir schreibt. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne teereiche Zeit diesmal. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.